Oh. Wir sind hier reingekommen und wer war das? Hi. Ich gehe doch mal weiter. Ich dachte, das wäre hier eine Firma und keine Mall. Ich wollte gerade sagen, diese Barrikaden sehen jetzt nicht so aus, als wären sie wirklich schwer zu überwinden von Leapern. So. Scheiße. Ich will einfach nur Gesundheit gerade. Und ich muss mal kurz ins Combo Lab. Und das hier richtig stellen. Du weg, du weg, du weg. Das war unnötig, aber egal. Nee, ach komm schon. So rum. Ich glaube, das ist besser. Au. Na, pff, ist das dein Ernst? Wurde jetzt das hier gespeichert? Nee, natürlich nicht. Hä? Okay. Oh, so hoch ist die Konzentration wohl doch nicht. Nope. Mist. 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 So will ich das doch nicht. So, ich habe gerade alles vergessen wieder. Und ich wusste nicht, dass man die überlasten kann. Ich bin hierfür. Gute Nacht. So. Hier einfach mal sowas in die Fresse. Shit, aber die hat's nicht erwischt. Mist, Mist und nochmal Mist. Wieso schießt sie nicht? Ach, was soll's. Ja, definitiv. Ich weiß, ich hätte mich eigentlich um den Kerl kümmern müssen.
Oh, warte mal, aber das interessiert mich. Wenn ich euch überlasten kann. Oh, cool. Damas. Irgendwie kommen mir die Kämpfe langsam nur noch vor wie ein Mittel, um die Spielzeit zu strecken. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird nochmal besser. Toll. Wer will das? Oh, dich kriege ich. Ich bin Trace. Die Spur, die dir vorangeht. Kein Dropship hilft dir diesmal, Captain. Oh, oh, aber vielleicht die Drohnen. Monopolis feiert seine Kinder. Die kleine Marielle ist der jüngste Spross im Familiendistrikt. Doch zuerst. Willkommen auf der Welt, Marielle. Auf nie vergessen. Wer ist Marielle? Dann geht's halt hier hinten lang. Auch nicht schlimm. Frag nicht, was du für Monopolis tun kannst. Stopp! Lass mich in Ruhe! Immerhin wartest du auf mich. Halt! Okay, ich lass dich in Ruhe. Ich will erst alles auskundschaften. Private Feier. Scheint nicht so viel los zu sein. Wo ist der? Da. Oh, das sind zwei. Deshalb ist hier so viel los. Ja. Dich nehme ich mit. Sehr cool. Auf der Spur von Trace. Oder so. Stoppt sie! Na toll. Mit denen kann ich immerhin gut Schaden machen. Nee, den will ich doch gar nicht abschießen. Wo ist der Schildkerl? Ach, komm schon. Komm schon. Okay, sammeln. So ist das gut. Na. Wieso nehmen die davon eigentlich keinen Schaden? Das wäre nur fair. Ach, shit. Jetzt. Schon blöd, wenn die so instabil gebaut sind. Autsch. Immerhin sind die mit dieser Kombo kein Problem, ja. Ich benutze trotzdem das hier. Das beschleunigt es einfach ein bisschen. Hallo. Ja. Oh shit. Nee, so nicht. Oh shit, ich sollte aus dem Radius. Das hat sich jetzt zwar nicht wahnsinnig gelohnt, aber passiert mal. Nee, Mist. Shit.
eine neue Impression. Die schaue ich mir gleich an. Erstmal das hier hinter mich bringen. Wie viele? Irgendwann reicht's. Ah, shit, das habe ich vergessen. Mist. Na komm. Oh, nicht das Ziel wechseln, wenn du es nicht sollst. It is time. Oh shit. Wieso stelle ich mich gerade so umständlich an? Meine Güte. Hätten wir das auch mal. Bis jetzt scheint sich mein Verdacht zu bestätigen. Weil die Kämpfe werden einfach nur noch länger. Ich höre dich. Wo bist du? Da hinten ist bestimmt irgendwas, aber da will ich jetzt nicht hin. Ha! Ertappt. Okay, und jetzt schauen wir uns das noch an. Was bleibt uns da übrig? Ein Fuß für... Ah, das wäre natürlich praktisch. Ja, dann machen wir das doch glatt so. Dann packen wir hier die Kettenimpression für erhöhte Aufladezeit hin. Und dann Gesundheit. Und dann dich... Ach, nö. Es war jetzt schäblät. Naja. Da befasse ich mich dann irgendwann mal mit. Game over, Trace. Dürfen wir die beiden jetzt einfangen? Was sind das? Es ist zu spät. Er ist schon einer von ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie. Aber ich dachte, es ist weg. Monopolis ist kein Palast für Privilegierte. Monopolis ist die Vision von Charles Cartier-Wells. Der erste mutige Schritt hin zu einer friedlichen, wohlhabenden Gesellschaft für alle. Es ist so still. Hilfe. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das gut gegangen wäre.
Hast du die Codes? Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht nach einem Mnemonik? Sein Gedächtnis ist mit denen der Leaper verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Meine lieben Leute, darauf habe ich jetzt aber keine Lust mehr. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich bin jetzt erstmal weg. Macht's gut.